Bislang haben wir ja die Klimaschwankungen auf sehr langen Zeitskalen betrachtet, insbesondere die Wechsel von Warmzeit zu Kaltzeit, von Kaltzeit zu Warmzeit. Diese Schwankungen laufen natürlich auf sehr langen Zeitskalen ab, die für die menschliche Perspektive schwer vorstellbar sind. Aber insbesondere vor dem Hintergrund des anthropogenen Klimawandels möchte man natürlich wissen, wie schnelle Klimaschwankungen sind im System denn trotz allem möglich. Und wir haben ja ein wichtiges Element im Klimasystem bereits kennengelernt. Das sind die kontinentalen Eisschilde. Und diese kontinentalen Eisschilde können aufgrund interner Dynamik instabil werden. Sie können aber auch bei Erwärmung abschmelzen. Und dies führt zu einem Süßwassereintrag in die Weltmeere. Und wir wissen ja, dass der Ozean mit bestimmten Temperatur- und Salzgehaltscharakteristika ausgestattet ist. Und wenn jetzt diese kontinentalen Eismassen abschmelzen, dann gelangt eine erhebliche Menge an Süßwasser in den Ozean. Und so ein Süßwassereintrag führt dazu, dass sich die komplette Schichtung in der Ozeansäule verändert. Das führt dazu, dass die Tiefenwasserbildung, insbesondere im Nordatlantik, sich massiv verändert. Und das hat letztlich Störungen, Betriebsstörungen im kompletten System des ozeanischen Förderbandes zur Folge. Und paläozeanografische Aufzeichnungen zeigen uns, dass es solche sogenannten Heinrich-Ereignisse in der Vergangenheit mehrfach gegeben hat. Diese waren mit einem erheblichen Eintrag von Süßwasser in den Nordatlantik verbunden. Und diese Ereignisse waren von wenigen Jahrhunderten Dauer und führten dazu, dass die atlantische Umweltpumpe im Ozean deutlich abgeschwächt war. Und das ging auch mit Meeresspiegeländerungen einher. Der Süßwassereintrag in den Nordatlantik im Zuge von Heinrich-Ereignissen erfolgt ja im Wesentlichen regional oder auf lokaler Skala. Und uns interessiert natürlich, inwieweit solche lokalen Einträge von Süßwasser auch Auswirkungen auf globaler Skala haben. Und zu diesem Zweck ist es wieder hilfreich, in ein Klimamodell zu gucken, weil das ein hilfreiches Werkzeug ist, in das man Süßwasseränderungen einbringen kann und dann gucken kann, wie das Modell in einer solchen typischen Süßwassersimulation auf diesen Eintrag reagiert, wie sich die atmosphärische und die ozeanische Dynamik zum Beispiel verändern. Mit dem Einbringen einer Süßwasserstörung in den Nordatlantik simulieren wir sozusagen das Kalben eines Inlandeisschildes, das Instabilwerden von Inlandeisschilden und gucken dann in einer Modellsimulation, wie sich diese Änderungen fortpflanzen und haben dazu eine Animation, die uns zeigt, wie sich in so einer Süßwassersimulation die Änderungen im Klimasystem gestalten. Und was wir da als erstes natürlich klar sehen, ist, dass es zu einer instantanen Änderung der Tiefenwasserbildung kommt. Wir haben im unteren Teil der Grafik die Änderung oder die Stärke der Tiefenwasserbildung dargestellt, die immer weiter zu schwächeren Werten sich entwickelt. Und mit dieser Tiefenwasserbildungsabschwächung geht einher, dass sich kalte Bedingungen an der Ozeanoberfläche immer weiter in niedrigere Breiten fortpflanzen. Man sieht, dass durchaus Temperaturanomalien von beträchtlicher Größe von über 2 Grad entwickeln können und dass somit ein Süßwassereintrag in hohen Breiten durchaus auch Auswirkungen auf die niedrigen Breiten haben kann. Das Modell simuliert uns also die zeitliche Entwicklung von Änderungen im Klimasystem als Antwort auf so ein Ereignis, das erhebliche Mengen von Süßwasser in das System bringt. Das Klimamodell simuliert allerdings nicht nur Temperaturänderungen als Antwort auf eine Einbringung einer Süßwasserstörung in den Nordatlantik, sondern das Modell ist auch in der Lage, eine so wichtige Klimagröße wie den Niederschlag darzustellen. Und so haben wir uns in unserer Simulation in dieser Grafik einmal angeguckt, wie sich in einem Zustand einer sehr schwachen nordatlantischen Tiefenwasserbildung, also am Ende dieser Heinrich-Entwicklung,
wie sich in einer solchen, in einem solchen Zustand die Niederschlagsmuster in den Tropen verändern. Denn uns interessiert ja auch, wie sehen Fernwirkungen eines solchen Süßwassereintrags in den Nordatlantik aus? Hat so eine Störung vielleicht auch Implikationen für die Tropen? Und in unserer Grafik sehen wir sehr deutlich, dass in den atlantischen Tropen ein klares Dipolmuster entsteht mit einer Abnahme des Niederschlags in den nördlichen Tropen und einer klaren Zunahme des Niederschlags in den südlicheren Tropen. Darüber hinaus sieht man aber auch, dass sich die Änderungen nicht nur auf den atlantischen Bereich beschränken, sondern dass im Prinzip die ganzen Tropen betroffen sind, sowohl der pazifische Raum als auch, dass die Niederschlagsänderungen bis in den indisch- und asiatischen Monsunbereich hineinreichen können. Und an dieser Stelle bietet sich wieder die Möglichkeit, diese simulierten Niederschlagsänderungen in einen Kontext zu bringen mit den Ergebnissen aus Rekonstruktionen, zum Beispiel aus Meeressedimenten.